Moin, hier ist Axel vom UCC Hamburg. Wenn man eine Straßenschlägerei erfolgreich bestehen will, dann muss man es auch gewohnt sein, Schläger einzustecken. Ja? Und um sowas zu lernen, kann man natürlich nur Sparring machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir machen Sparring mit diesen Handschuhen, Paffesport, sieht man kaum noch, in der Größe SM. Die haben ein recht dünnes Polster. Das ist sehr realistisch, mit denen zu arbeiten, weil da kann man sich nicht angewöhnen, die Hände hier zu halten. Da kriegt man nämlich die eigenen Hände gegen den Kopf. Sondern man muss, wie man das ja sieht, sehr sperrig arbeiten. Aber worum es eben hauptsächlich geht, man muss auch mal getroffen werden und dann trotzdem weitermachen. Ich zeige hier mal einen kleinen Ausschnitt, wie oft ich getroffen werde und dann weitermache. Das ist ja alles nicht schlimm. Ne? Sowas steckt man ganz einfach weg. Und das ist die einzige sinnvolle Vorbereitung für eine echte Straßenschlägerei. Dieses ganze Technikgeübe ohne vernünftigen Sparring wird euch nie im Leben darauf vorbereiten. Und mit dicken Handschuhen zu arbeiten auch nicht. Das ist zwar eine tolle Sache, ich meine, wie gesagt, ich liebe Boxen und so weiter, aber realistischer ist es, mit MMA-Handschuhen oder mit diesen hier zu arbeiten. MMA-Handschuhe sind mir ehrlich gesagt ganz einfach zu hart für die Art, wie wir schlagen. Und deswegen halt diese Paffensport-Dinger. Ja, aber getroffen zu werden ist, wie gesagt, passiert halt, ist super. Noch lieber mag ich es aber, wenn ich sowas hier hinkriege. Aber du Robert Knopf bist. Genau. Ja, aber so ein paar Gefühle gewesen wie wir, die sagen. Was wiegst du, sag mal? 110 bis 115. Da sind wir dazwischen. Also schon eine kräftige Nummer. Und machst ja auch schon seit 10, 15 Jahren Kampfsport, oder wie war das? Ja. Kommt denn, ne? Ja. Und arbeitest auch an der Tür, bist Bundeswehrsoldat, also weißt, wie die Sache aussieht. Ne? Was sagst du zum UCC? Ich bin mega geil. Sehr gut. Schön. Und das war wieder Spaß. Du, was wiegst du? 91. Richtiger Mann muss dreistellig wiegen. Deswegen wiege ich 101 und deswegen komme ich auch durch den Winter. So. Was wiegst du?
106. 106 Kilo, 1,93. Machst schon eine Weile Kampfsport, ne? Seit ich 16 bin. Und jetzt bist du 36. Ja, jetzt ein bisschen älter, aber erst Kickboxen. Dann haben wir mehr Kämpfe gemacht und dann sage ich, 7 Jahre jetzt bei dir. Würde ich sagen, was hältst du vom UCC? Perfekt, also erstmal macht es super viel Spaß, weil es halt echt eine Erweiterung ist immer vom Boxen. Also man lernt viel Neues dazu. Andere Kampfstellung, die Hände anders zu halten, andere Schläge dazukommen. Ja. Und es ist halt, was wir immer wieder sehen, ja, was du ja auch immer predigst, ist halt anwendbar, ne? Ja, eben. Das halt ja, so, klar, dass da wird man sperrig, es ist halt was anderes, als wenn die Hände am Gesicht sind. Ja. Wie beim Boxen. Genau, gerade wenn man das auch vielleicht, wenn man mit jemandem kämpft, der halt nicht gewohnt ist, mit dünnen Handschuhen zu kämpfen. Ja. Wenn jemand mit dicken Handschuhen kämpft, der kommt damit nämlich sehr, sehr, sehr schwer, wenn er keine dicken Handschuhe hat. Ne? Das ist immer meistens leider so, ne? Das gesehen, das und nur das kann euch wirklich vorbereiten auf eine richtige Hauerei. Ne? Vernünftiges Sparring, bei dem man auch mal getroffen wird, was auch mal ein bisschen wehtut, aber was man ganz einfach wegstecken muss. Und alle Leute, die euch irgendwas anderes erzählen, von irgendwelchen komischen Kampfkünsten, Krav Magas, Wing Chuns, was weiß ich, die kein Sparring machen oder halt zumindest kein ansatzweise vernünftiges, hartes Sparring machen, das sind alle Scharlatane, das sind alle Spinner, das sind alles Blender. Ne, wenn ihr wirklich was Vernünftiges lernen wollt, geht nicht zu solchen Leuten, das bringt euch nichts. Geht zum Boxen, geht zum Kickboxen, geht zum MMA, zum Thai-Boxen, zum Sambo, zum Ring. Das sind wirklich Sachen, die bringen euch weiter, ja. Aber lasst die Finger von diesen ganzen Kampfkunst-Schwachsinn. Anis, Kali, wie das alles heißt, Silat und dieses ganze Geblubber und so. Nichts, wo kein vernünftiges, hartes Sparring gemacht wird, wird euch irgendwie vorbereiten. Es sei denn, ihr macht das Ganze, weil ihr Spaß dran habt, dann ist es natürlich auch okay. Aber wenn ihr es wirklich aus einem realistischen Selbstverteidigungsgrund heraus macht, dann ist es unumgänglich, diese Sparringssachen zu machen. Alles andere ist Blödsinn. Es ist Ausdruckstanz, es ist Illusion. Okay? UCC, Vollgas.